Wir im BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Wir bilden Jahr für Jahr Bäcker, Konditoren und Bäckereifachverkäufer aus. Wir freuen uns auf dich. Eine ganz sommerliche Ausgabe von Wir in BB. Ja, und in zwei Wochen sind ja die Sommerferien auch schon fast wieder vorbei. Heißt aber auch nur fast. Und bei diesen sommerlichen Temperaturen, da verziehen wir uns natürlich ganz spontan in eine Oase. Und zwar in eine ganz besondere Oase. Sie sind jetzt der Chef von der Oase, Hans-Martin Schemm. Sagen Sie mal, was ist die Oase und wo ganz genau ist die? Wir sind hier am Rande des Naturparks Schönbuch zwischen Waldenbuch und Weil. Aber auf der Gemarkung Weil. Also wir sind Weilermoor. Und wir befinden uns, wenn Sie sich umschauen, so ein bisschen auf einer Insel. Man sieht hier keine Industrie, man sieht eigentlich nur Natur und schöne Landschaft. Und was es hier alles gibt und was die Oase vor allen Dingen auszeichnet und ausmacht, da sprechen wir gleich drüber. Sie sind ja auch der Chef von hier. Was halten Sie denn eigentlich von Mitarbeitern, die die ganze Woche durcharbeiten, nie frei haben? Das wäre was? Ja, das wäre was, aber das sind dann Menschen, die das tun, was sie erfüllt. Ja, und ob es um einen Mensch geht in Herrenberg, das wissen wir nicht. Aber gearbeitet wird dort 7 Tage die Woche und ohne Ferien. Die Sonne brennt unerbittlich. 35 Grad hat es im Herrenberger Stadion. Schon seit Tagen geht das so und trotzdem, der Rasen ist akkurat kurz, frisch gemäht, jeden Tag. Wer um Himmels Willen macht die ganze Arbeit in der brütenden Hitze? Die Melanie. Die Melanie? Eine einzige Mitarbeiterin mäht hier den ganzen Rasen. Wie schafft die das? Also sie mäht rund um die Uhr 24 Stunden mit nach zweistündigen Mähvorgang 1 Stunde Ladepause. 1 Stunde Ladepause? Ah, ein Mähroboter namens Melanie. Die zieht tagtäglich ihre Bahnen über den Rasen und zwar kreuz und quer, wie es ihr gerade passt. Innerhalb von 12 Stunden ist der komplette Rasen einmal gemäht. Das dauert zwar länger als mit dem herkömmlichen Mäher, aber der Arbeitsaufwand für die menschlichen Mitarbeiter reduziert sich deutlich. 2 Drittel Arbeitszeit fallen weg. Kommuniziert wird mit Melanie per SMS. 3 Befehle kann man ihr so geben. Start, zurückfahren oder die Außenkante mähen, das ist ein extra Befehl. Und sie antwortet dann auch per SMS? Wenn ich ihr den Befehl gebe, kommt per SMS der Befehl zurück, dass es registriert hat und der wird dann in naher Zukunft ausgeführt. In naher Zukunft, nicht sofort. Schließlich arbeitet Melanie eigentlich selbstständig und hat ihre eigenen Pläne. Die werden sonst höchstens von der Induktionsschleife gestoppt, die am Rand des Rasens verlegt ist. Wenn sie ranfährt an die Induktionsschleife, stoppt sie, dreht um und fährt wieder in die andere Richtung. Immer hin und her, bis der Akku leer ist. Dann geht's ganz alleine ab nach Hause, Pause machen, aufladen. Hast du dir verdient, Melanie. Melanie, sowas hätte ich auch ganz gerne bei uns im Garten, Herr Schemp. Aber eine Melanie wäre für euer Anwesen mit 18.000, was haben Sie gesagt, wie groß ist das? 18 Hektar. 18 Hektar, da müssen wir natürlich viele Melanies her tun. Aber jetzt stehen wir hier nicht mitten auf dem Feld, sondern wir stehen jetzt hier im Hof. Wo ganz genau befinden wir uns und was ist das für ein tolles Haus hinter uns? Das ist das Haupthaus. Das war früher mal ein Wohndomizil von Herrn Deile. Der hat die Musical-Szene in der Republik, bekannt gemacht. Le Miserable hat er hergebracht. Das war sein Wohnhaus. Was ist jetzt drin? Das wird jetzt heute benutzt. Da im ersten Stock haben wir Ayurveda-Therapie untergebracht. Eine Dozentin bildet auch Ayurveda-Therapeuten aus. Das machen wir jetzt schon. So, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen jetzt auch Ihren Kunden natürlich das Gesundheitliche zugutekommen lassen. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, sehe ich hier eine Halle, da passen viele Kunden rein. Was ganz genau ist das oder wird das? Das ist eine Veranstaltungshalle, die heißt Schönbuchhalle Weil. Da passen 199 Personen rein. Hier wird es private Veranstaltungen geben, Hochzeiten, Jubiläen,
aber auch Veranstaltungen für Firmen. Dann haben wir vor, Vorträge zu wichtigen Themen hier auf die Bühne zu bringen. Und eigentlich das, was die Oase ausmacht, den Grundgedanken, Themen zu befördern, die wichtig sind für ein besseres Miteinander in dieser Welt. Und was die Oase sonst daraus macht und das jüngste Kind und was das Ganze mit den Sommerferien hier in Baden-Württemberg zu tun hat, sprechen wir gleich drüber, nämlich über ihr jüngstes Kind nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Herr Schemp, jetzt stehen wir hier vor Ihrem jüngsten Kind, das Baumhaushotel. Wie kommen Sie bitte auf die Idee, hier mitten ins Grüne so ein Baumhaushotel zu bauen? Wir haben hier vor, Seminare und Veranstaltungen durchzuführen. Und da liegt es natürlich sehr nahe, dass man auch ein bisschen Übernachtungskapazität anbieten möchte. Und da wir hier im Landschaftsschutzgebiet sind, wunderbare Landschaft, ist das mit dem Bauen so eine Sache. Sie dürfen da eigentlich nichts dazu bauen. Und dann hatte ich die Idee aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal ein paar Nächte im Baumhaushotel an der polnischen Grenze verbracht. Da war ich eingeladen und sowas von fasziniert. Und dann bin ich zum Bürgermeister und habe gefragt, wäre das nicht eine Idee, wenn man da jetzt naturnahes Wohnen schafft, wäre das nicht eine Alternative? Und er war dann gleich Feuer und Flamme. Und der Gemeinderat hat es mit unterstützt und das Landratsamt hat es auch dann mit durchgezogen. Aber schauen wir uns das Ganze an? Gerne, ja. Dann gehen wir rein. Aber es hat lange gedauert. Jetzt, glaube ich, sprechen wir gleich drüber. Es gibt nämlich auch noch etwas für die Kids, weil man glaubt immer, die machen nichts anderes in den Schulferien als Schulferien. Nee. Schulferienfirmentag. Schwieriges Wort. Ich heiße Leon und ich interessiere mich für den Beruf des Mechatronikers. Ich bin Lisa und ich habe mich für die Industriekauffrau interessiert. Ich heiße Selina und ich habe mich für den Wirtschaftsingenieur interessiert. Ich heiße Dominik und ich habe mich für den Beruf Elektroniker interessiert. Nur 4 von insgesamt 11 Schülern, die heute bei der Firma Brückner in Leonberg schnuppern dürfen. Die baut Maschinen zur Textilveredelung, in denen zum Beispiel ein normaler Stoff wasserabweisend gemacht wird. Für den Betrieb ist der Schulferienfirmentag die Gelegenheit, künftige Fachkräfte anzuwerben. Wir hatten tatsächlich in den vergangenen Jahren 2, die über den Schulferienfirmentag bei uns dann angefangen haben. Da gab es auch letztes oder vorletztes Jahr einen Zeitungsartikel dazu, über den, der bei uns dann gestartet ist, wo das Landratsamt dann hier war, um da nochmal drüber zu berichten auch. Das Landratsamt deswegen, weil es die Firmentage organisiert, Schülern die Plätze vermittelt und die Firmen beim Angebot unterstützt. Bei der Firma Brückner werden insgesamt 7 Ausbildungsgänge angeboten, vom Elektroniker bis zum Wirtschaftsingenieur, von der Ausbildung bis zum dualen Studium. Die Berufe werden von aktuellen Auszubildenden und Studenten selbst vorgestellt, erst theoretisch und dann praktisch. Dazu geht's für die Elektroniker rein in den Betrieb an den Arbeitsplatz von Azubi Daniel. Hier lernt er momentan, wie ein Schaltschrank für die Maschinen programmiert wird. Später dürfen die Schüler sogar einen der riesigen Apparate in Aktion sehen. Die Kamera muss da leider draußen bleiben. Ja gut, es gibt halt gewisse Tage, wo man eben nicht an die Maschine dran kann, aus internen Gründen, ja. Macht nichts. Es geht ja auch nicht um Maschinen, sondern um die Schüler. Und was hat denen am besten gefallen? Dass wir mal einen Einblick in die Firma hatten und mal sehen konnten, wie das hier alles läuft. Dieses Einkaufen und Verkaufen war sehr interessant, was man da so macht. Ich fand die Arbeitsatmosphäre sehr schön, weil es sehr angenehm war und hier alle Mitarbeiter schön miteinander kommunizieren. Die Maschine, wo sie nicht filmen durften.
Ja, war ziemlich cool und ich fand es toll, wie alles aufgebaut war und ich fand es halt gut zu sehen, wie alles funktioniert. Sehen, wie es funktioniert, für den späteren Beruf begeistern und zur Ausbildung informieren, genau dazu sind die Firmentage da. Und das scheint auch in diesem Jahr wieder geklappt zu haben. Ja, wie heißt das so schön? Mittendrin statt nur dabei. Also wir stehen jetzt hier wirklich inmitten der 8 Baumhäuser. Und mein Haus, das wir gleich anschauen werden, ist der Glabautermann. Und warum da jedes Haus einen eigenen Namen hat, sprechen wir gleich drüber. Gleich heißt nach den Veranstaltungstipps. Scharfe Sachen gibt's in der Sindelfinger Stadthalle zu sehen. Da stellt die Deutsche Messermachergilde ihre besten und schönsten Stücke aus. Messermacher sind Künstler, die in reiner Handarbeit Messer herstellen, vorzugsweise mit einem eigenen Design. Kunden können sich aber auch individuelle Messer machen lassen. In Herrenberg-Haslach zeigt sich mal wieder, was ein Dorf so alles an Kultur bieten kann, bei der Dorfkultur. Und die ist nicht einfach nur ein Festle. Am Freitag geht's los mit Freiluftkino. Am Samstag gibt's unter anderem Live-Musik, Kabarett, Ausstellungen und ein Backseminar. Und in der Mineraltherme Böblingen geht zum letzten Mal in diesem Sommer die Sonne mit Musik unter, mit dem akustischen Sundown. Gitarrist Jürgen Ammann interpretiert dazu wieder unvergessene Songs und Chansons und macht so den Abschied vom Sommer für die Saunagäste etwas leichter. Ein Haus von 8. Herr Schemp, ich bin wirklich begeistert vom Klabautermann. Sehen die alle gleich aus oder gibt es da Unterschiede? Ja, jedes Haus hat sein eigenes Thema und jedes Haus ist wieder einmalig. Ja. Was bieten Sie denn alles an, wenn jetzt Gäste kommen und sagen, Mensch, das Baumhaushotel alleine ist ja schon Urlaub, aber was gibt es denn außenrum alles zu erleben? Also Sie können bei uns sehr viel erleben. Bei uns wird es Meditation und auch Yogakurse und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt es Kamelreiten und dann gibt es eine Falknerei und dann gibt es Abenteuergolf. Alles in ein paar tausend Meter Entfernung und dann, Sie wissen es vielleicht auch, in Böblingen gibt es die Mineraltherme. Also wir sitzen mittendrin in einem Gebiet, wo richtig was los ist und wo man viel erleben kann. Herr Schemp, Ihnen jetzt noch einen schönen Resturlaub und Ihnen auch einen schönen Resturlaub. Und nächste Woche, da steigen wir noch mal ganz schön weit nach oben. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.